Bei einem Granatenangriff in der Nähe des Büros des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz im Gazastreifen sind laut Angaben der Organisation mehr als 20 Menschen getötet worden. Am Freitagnachmittag seien schwerkalibrige Geschosse in unmittelbarer Nähe des Büros und der Wohnhäuser des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz eingeschlagen, teilte das IKRK im Online-Dienst X mit. Nähere Angaben, woher die Angriffe kamen, wurden vorerst nicht gemacht. Dieser Vorfall löste einen massenhaften Zustrom von Opfern auf das nahegelegene Feldkrankenhaus des Roten Kreuzes aus, fügte die in der Schweizer Stadt Genf ansässige Organisation hinzu. Dort seien 22 Tote und 45 Verletzte registriert worden. Es gebe Berichte über weitere Opfer. In der Umgebung des IKRK-Büros leben hunderte Vertriebene in Zelten. Angriffe in gefährlicher Nähe humanitärer Einrichtungen gefährden das Leben von Zivilisten und Mitarbeitern des Roten Kreuzes, schrieb die Organisation weiter. Die Standorte seien den Konfliktparteien bekannt und zudem deutlich mit dem Emblem des Roten Kreuzes gekennzeichnet. Dieser schwerwiegende Sicherheitsvorfall ist einer von mehreren in den vergangenen Tagen, heißt es weiter. Bereits zuvor haben verirrte Kugeln Standorte des IKRK getroffen. Die Organisation rief Israel und die radikal-islamische Hamas angesichts des Krieges im Gazastreifen bereits mehrfach dazu auf, Zivilisten zu schützen. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldete 25 Tote und 50 Verletzte bei dem Angriff. Die israelische Armee habe Zelte von Vertriebenen in der Gegend von Al-Mawasi angegriffen. In dem Ort bei Rafah liegt das Büro des IKRK. Chaos und Gesetzlosigkeit im umkämpften Gazastreifen verhindern nach den Worten von UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Verteilung humanitärer Hilfe in dem abgeriegelten Küstengebiet. Es herrsche totale Gesetzlosigkeit, beklagte Guterres am Freitag in New York. Es gebe extreme Schwierigkeiten bei der Verteilung von Hilfsgütern in Gaza, Lastwagen würden geplündert. Der UN-Generalsekretär drückte zugleich seine tiefe Besorgnis über die Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon aus. Die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten sei real und müsse vermieden werden.